Herzlich willkommen in meinem YouTube-Channel und herzlich willkommen in meinem Podcast Selbstliebe und Vertrauen. Ich begrüße dich hier wieder live aus Bali. Vielleicht hörst du die Grillen zirpen und die Vögel zwitschern. Alles andere ist jetzt ruhig. Und deshalb setze ich mich tatsächlich hier mit nassen Haaren vor die Kamera. Ich war gerade im Pool, weil ich das ausnutzen möchte, einfach diese Ruhe hier zu haben, ohne Baustellenlärm, den ich oft hatte, und ohne Reinigungsrituale, die wir auch sehr viel hier machen. Und ja, auch ohne Moped im Moment und ohne andere Geräusche. Wir gucken mal, wie lange es bleibt, denn ich möchte dir heute etwas ganz Persönliches erzählen, so wie auch das letzte Mal. Doch heute möchte ich dir was Wunderschönes erzählen, also das, was wir Menschen positiv nennen. Das andere war ja eher negativ, wenn man über Ängste redet. Und trotzdem habe ich so viel, oder gerade deswegen habe ich so viel Rückmeldungen bekommen, dass es hilft, wenn ich so ehrlich euch mich zeige, denn so vielen Menschen geht so und die erzählen höchstens ihrem Therapeuten drüber und sonst niemanden, und ich erzähle es ja der ganzen Welt, kann man sagen. Einfach weil ich meine Scham- und Schuldthemen durchgearbeitet habe und einfach weiß, dass meine Aufgabe ist, mich authentisch euch zu zeigen, einfach weil ich das Gefühl habe, das ist meine Mission, ja. Euch allen zu zeigen, authentisch sein ist, ja, was ist es eigentlich, außer selbstverständlich? Authentisch sein ist für mich ein Lebensgefühl. Authentisch sein ist ein zu mir stehen, also ein mir meiner Selbstbewusstsein. Ja, ich bin selbstbewusst, wenn ich mich authentisch zeige. Und es ist so ein Gefühl, dass ich angebunden bin. Ja, so, also es fühlt sich gerade so an, als wenn ich jetzt nicht zu dir sprechen würde, sondern, und das kenne ich von vielen Begleitungen mit The Work und auch von Familienaufstellungen, die ich leite, wenn ich so auf einer Flicke stehe zum Beispiel, und mich öffne und einfach fühle, dass ich weder was will, noch was nicht will, und dass es auch kein Ziel gibt oder irgendetwas, worauf ich achten muss oder will, sondern dass ich angebunden bin an die Erde unter mir und an das Universum über mir. Und wie so ein Kanal einfach durchlass, was gerade aus mir raus will. Und so fühlt sich das für mich an, wenn ich authentisch bin. Jetzt gerade, dass ich einfach hier die Kamera anmache und meinen Podcast-Player einschalte. Und das Einzige, was ich versuche, ist, mein Herz aufzumachen. Und darum wird es in diesem Video und in dieser Episode heute gehen. Das gucke ich, wie ich das hinkriege, dass ich hier in der Herzgegend aufmache. Ich spüre das gut mit meinem Atem, ob der durchfließt, ob der irgendwo aufgehalten wird, blockiert wird oder einfach durchfließt, hinunter bis in die großen Zehen und kleine Zehe. Und aus mir heraus einfach kommt, was zu diesem Thema herauskommen soll. Und da. Authentisch sein ist also ein Lebensgefühl für mich, das Leichtigkeit in mein Leben bringt, immer mehr und mehr. Und das, ja, genau die richtigen Menschen zu mir bringt und bei mir hält, das fällt mir gerade hier in Bali extremst auf. Ja? Dass ich nur mit Menschen mich unterhalte, länger als 3 Minuten, die absolut passen, also wo das mega bereichernde Gespräche sind und wo ich was lernen darf und sie auch. Und wo wir uns begegnen dürfen auf einer Herzensebene, ja, weil es eben nicht darum geht, was kriege ich von dir, was kriegst du von mir oder was soll ich dir jetzt sagen und was nicht, sondern
ich habe so das Gefühl, dass ich einfach 100% ich bin, mich zeige mit allem und diese Menschen eben auch sich zeigen mit dem, wie sie sind und dass ich zumindest hier in Bali bemerken darf, dass sich das trifft, ja? Dass sich das ihrs und meins auf einer Ebene trifft, ja, die einfach sich geil anfühlt, ja, die eins ist, die diese Verbundenheit zeigt, die wir Menschen miteinander haben. Heute möchte ich dir eben, wie gesagt, über die Herzöffnung erzählen, wie ich das mache und wie ich das hier auf Bali erlebe und wie mich vielleicht oder wahrscheinlich ziemlich sicher genau dieses Erlebnis, das ich hatte, also das mir so Angst gemacht hat, in diese Herzöffnung noch mehr reingebracht hat. Denn meine Erfahrung ist, wenn ich durchgehe durch die Ängste, dann ist danach das Herz offener. Es bleibt jetzt nicht für immer so, das weiß ich schon. Es wird wieder ein bisschen mehr zugehen, wenn ich in Deutschland bin, wenn ich vielleicht wieder normale Gespräche und Anführungszeichen habe. Und merke, oh Gott, ich werde gar nicht gesehen oder oh, ich will das eigentlich gar nicht hören, was der andere sagt. Das passt einfach gar nicht für mich, diese negativen Dinge mir anzuhören. Und wo ich merke, mein Herz geht wieder ein wenig zu. Aber jetzt ist es offen und los, lasst es uns ausnutzen und ich erzähle euch jetzt einfach was zum Thema Herzöffnung. Dir was. Sorry, ich schwenke immer von dir zu euch. Also, was erzähle ich dir über Herzöffnung? Wie sich's anfühlt, habe ich gerade schon gesagt, wie wenn eben die Mitte, also dort, wo meine Busen sind, in der Mitte drin, wie wenn es da offen wäre, also wie wenn so ein Loch, sage ich mal, da wäre, ja. Aber ein helles Loch, ein gutes Loch, ein schönes Loch, das sich echt megamäßig anfühlt. Und wo eben Dinge reinströmen und wo Dinge rausströmen. Und mein Mund ist eigentlich jetzt nur ein Hilfsmittel, dass ich das in Worte fassen kann, was man eigentlich gar nicht in Worte fassen kann. Ja, ich versuche es in Worte zu fassen. Es fühlt sich großartig an und großartig trifft es nicht wirklich. Es fühlt sich ehrlich an. Es fühlt sich verletzlich an. Absolut verletzlich und berührbar. Es fühlt sich fließend an. Es fühlt sich berührend an. Ich merke gerade hier unter meinem Kiefer, dort wo früher die Mandeln waren, dass es drückt. Das darf ich in letzter Zeit öfter bemerken. Also so eine Art Rührung entsteht, wenn ich so offen bin. Und manchmal kommt ein Weingefühl, also wie wenn ich weinen müsste oder dürfte oder könnte. Das funktioniert bei mir noch nicht ganz so. Also es kommen selten Tränen. Beim Meditieren manchmal fließen ein paar. Aber wenn ich spreche, ist es eher das Gefühl. Und es fließen keine Tränen. Aber es fühlt sich so an, als wenn ich jetzt so rübergehen würde in ein Weinen. Und ich habe gerade geschluckt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, die im Video, wir das wirklich gesehen haben. Also ich schluck noch immer irgendwelche Gefühle runter, die mit Berührtsein und Traurigkeit zu tun haben. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, zweiten Hälfte, ja, Yin und Yang. Nicht nur diese Gefühle, die wir unter positiv zusammenfassen würden, kommen hier hoch, sondern durch die Verletztheit und Verletzlichkeit spüre ich auch den Schmerz. Und in meiner Atemsession, über die ich auch nochmal extra berichten werde, in meiner zweiten, die ich hier auf Bali gemacht habe, habe ich, vielleicht ist es nicht das erste Mal, aber eine der ersten Male in meinem Leben, eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu einem Schmerz in meinem Herzen gespürt, den ich durch einen Ton, den mache ich jetzt nicht, weil das sehr laut ist, ein Stück weit freilassen konnte, rauslassen konnte. Ja? Ein Tönen.
aus dem Herzen raus. Ja? Ich habe in ein paar Seminaren immer aus dem Bauch rausgetönt, das ist für mich kein Problem. Also ich bin irgendwie gut angebunden, sagt die Therapeutin auch, und ich bin selbstbewusst und ich stehe im Leben mit beiden Beinen. Dieses Tönen aus dem Bauch, das hat mich nie herausgefordert. Das Tönen aus dem Herzen, das konnte ich nie. Das habe ich erst vor 3,5 Jahren das erste Mal so gefühlt, ja, wie ich es jetzt auch immer wieder in kleineren Abschnitten, wie will ich sagen, manchmal fallen mir Worte nicht ein, also auf eine kleinere Art und Weise fühle, ja, mit Atemtherapie. Damals vor 3,5 Jahren habe ich mir zu meinem 50. Geburtstag ein Geschenk gemacht und ein Seminar gebucht, von dem es ganz viele gibt, wusste ich damals nicht. Ein Seminar gebucht, in dem Substanzen ausgegeben werden. Substanzen, damit meine ich Psychedelika. Und ich durfte eine Erfahrung machen mit MDMA, einer Substanz, die in Ecstasy drin ist, die deshalb auch auf Rave-Partys genommen wird, auf denen ich nie war, leider, sonst hätte ich dieses Gefühl früher fühlen können. Es ist jetzt keine, sage ich gleich dazu, keine Verherrlichung von Drogen und auch keine Empfehlung, das zu nehmen, sondern ich teile einfach ehrlich meines. Ich war 50. Und ich bin froh, dass ich 50 war und nicht 20. Natürlich hätte es mein Leben verändert, massivst, wenn ich es mit 20 getan hätte. Aber ich weiß nicht, ob ich damals diesen Umfang verstanden hätte und damit umgehen hätte können. Und ich traue mich zu sagen, mit 50 konnte ich es. Ich hatte fast 10 Jahre The Work hinter mir. Habe also, als dieses MDMA mein Herz geöffnet hat, freundlich und sanft, wie es das MDMA in so einer therapeutischen Sitzung tut, als es dieses freundliche und sanfte Öffnen getan hat, mein Herz wie in so einer Hand genommen hat und es einfach aufgemacht hat, durfte ich dank the work unzählige Gedanken sehen, die wie auf so einer 10-spurigen Autobahn dahingerast sind. Und Gott sei Dank konnte ich bei jedem Gedanken sagen, ist nicht wahr, ist nicht wahr, ist nicht wahr, ist nicht wahr, ist nicht wahr. Ich konnte sehr, sehr schnell zu meiner Kindheit zurückreisen. So ähnlich wie beim Nahtoderlebnis könnte ich mir vorstellen. Ich hatte noch nie eins, aber ich habe viele Videos dazu gesehen und Berichte gehört. Mein Leben ist wie so ein Film zurückgegangen und dann sah ich mich in meinem Kinderzimmer. Da war so ein Gitter, damit wir Kinder nicht in die Küche laufen konnten. Meine Mutter hatte immer fürchterlich Angst um uns. Ich schluck gerade wieder, merke ich. Spannend. Ja, und ich habe so geweint und geschrien und mein Bruder auch. Wir wollten ja zur Mama. Ich war vielleicht 2,5 oder höchstens 3 und ich wollte zur Mama und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich nicht zur Mama darf und wir so abgetrennt sind von ihr durch dieses Gitter, was leider oft zwischen den Türrahmen eingeklemmt war, dass wir eben nicht frei rumlaufen konnten in der Wohnung, ich sage es bewusst so, ja, wie Hunde. Und ich konnte sehen, dass meine Mutter nicht die Tür zugemacht hat, ja, wie viele andere Eltern. Also bei uns war die Tür nie zu, sondern es war so ein Gitter da, dass sie uns sicher wusste, ja, in Sicherheit wusste, während sie gekocht hat und anscheinend wirklich extreme Angst hatte, dass wir ein heißes Öl abkriegen konnten oder heißes Wasser oder uns die Finger verbrennen konnten am Herd oder was auch immer da sonst noch hätte passieren können in der Küche. Ja, ihr Lieben, auf einmal war ich da, wie in meiner Arbeit mit der Heilreise des inneren Kindes, doch mit einem komplett offenen Herz. Und ich konnte diese Not spüren von dieser kleinen Evi,
die unbedingt zur Mama wollte. Und auch diese Wut dieser kleinen Evi. Ich spüre es gerade wieder in meinem Herzen, diese Wut. Mama, lass mich doch einfach machen. Ich bin doch schon groß. Ja, ich habe schon mit 2 gesagt, Lein. Ja, das war mein 2. Wort. Das 1. war Papa und das 2. war Lein. Ja, ich meinte allein. Lass es mich doch bitte allein machen. Ja, lass mich meine Schuhe binden. Lass mich meine Unterhose anziehen. Lass mich malen. Lass mich bitte allein machen. Ja. Oh, ihr merkt, ja, das ist so ein Gefühl noch immer in mir, das so tief aus dem Herzen kommt. Lass es mich doch bitte so machen, Mama, wie ich es mache. Und ich konnte in dieser Sitzung, vielleicht auch dank meiner unzähligen Works über meine Mutter, sofort sehen, sie hat es nicht böse gemeint. Sie hat es nicht getan, weil sie uns loswerden wollte, wie meine Therapeutin mal gesagt hat, eine meiner wunderbaren Therapeuten, die meine Mutter so schlecht gemacht hat. Sondern ich konnte sehen, sie hat es aus Angst getan. Meine Mutter hat so viel Angst. Sie wollte auf keinen Fall, dass ihrem Kind etwas passiert mit eben heißem Öl, heißem Wasser, Herdplatte und so weiter. Sie wollte uns in Sicherheit wissen. Ich konnte das so stark fühlen, dass sie es getan hat, weil sie sich einfach nicht mehr zu helfen wusste, nicht besser zu helfen wusste. Und damals schon sich nicht abgrenzen konnte. Ja, sie musste sich damals schon mit einer gewissen Gewalt abgrenzen. Ja, später hat sie es mit dem Kochlöffel versucht und wollte uns mit dem Kochlöffel hauen, hat uns auch ab und zu gehaut, damit wir Abstand nehmen von ihr, wenn sie gerade irgendwas Gefährliches getan hat in der Wohnung. Und dann habe ich mit diesem komplett offenen Herzen diese kleine Evi einfach zu mir genommen. Und dank meiner jahrelangen inneren Kinderarbeit reichte ein einfacher Satz: Wachst in mein Herz. Ich werde dich nie wieder ausschließen, mein Schatz. Ich werde nie ein Gatter zwischen dir und mir hinstellen. Und ich werde nie denken, dass ich dich beschützen muss vor dem Leben, vor dem normalen Leben, wo man auf Herdplatten greift und sich die Pfoten verbrennt. Und wo es auch durchaus sein kann, dass man mal ein heißes Wasser abkriegt. Tatsächlich kann das sein. Ich werde dich fragen, ob du das machen möchtest, ob du dir das zutraust. Und wenn du ja sagst, werde ich es dich machen lassen. Kleine Evi, willst du in mein Herz? Sie hat gelächelt, so als kommen wirklich gleich Tränen. Und sie hat gelächelt und gesagt, ja, und schub es mal in mein Herzen. Dann bin ich weiter zu meinem inneren Baby, das so oft Schmerzen hatte, mit so viel Ekzemen am Popo, die durch Windeln ausgelöst wurden und das hat keiner gemerkt am Anfang. Sonst hätte man vielleicht Stoffwindeln nehmen können. Immer wieder Abszesse, Ekzeme, manche wurden aufgeschnitten, eins sogar ohne OP, also ohne Narkose. Und ich habe ihren Schmerz gesehen, wie sie laut heiß schreit. Damals war sie noch ganz offen. Mit 3 war sie schon ein bisschen zu beim Hals. Deshalb hatte sie immer Mandelentzündung, die kleine Evi, jedes Jahr 2-3 Mal. Hier war sie zu, hier, wo es mich heute mit 53 noch drückt. Und das Baby war noch offen mit 6 Wochen und ich habe gesehen, wie das Evi-Baby so schreit. Und der Arzt ohne OP, ohne Narkose, also ohne richtige OP, will ich gerade sagen, das Abszess abschneidet. Und ich hatte das Gefühl, dass die Evi aus ihrem Körper raus ist. Dass es ein Dissoziationserlebnis war damals. Und nicht jeder Teil zurückgekommen ist. Die ersten 6 Wochen war ich ein sehr ruhiges Baby, ein sehr angenehmes Baby, ein Baby, das, wenn ich die Fotos angucke, sehr friedlich an der Brust der Mutter genuckelt hat und sehr friedlich in sein Bettchen gelegen ist oder sehr friedlich auf dem Arm von Papa, Mama, Oma, Tante war. Nach dieser Geschichte
war ich ein Kind, das nicht geschlafen hat. Weil Schlafen auch immer Hingabe bedeutet und ich konnte mich nicht mehr hingeben. Bis heute ist es eins meiner größten Probleme, mich hinzugeben. Im Schlafen klappt es gut, aber bei der Sexualität, beim Orgasmus ist das ein großes, großes Thema für mich. Mich hinzugeben, wenn die Gefühle, ähnlich wie damals, an so einen Peak stoßen. Ja? An diesen, ihr kennt vielleicht mein Video vom Window of Tolerance, Traumafenster, an diesen Sympathikusbereich, an den Traumabereich. Beim Orgasmus kratzt man an diesen Traumagefühlen, an diesen ekstatischen Gefühlen, die in einer gleichen Intensität wie Hilflosigkeit ausgeliefert sein im Trauma ist, diesen Schmerz, der in dieser Hilflosigkeit da ist, wenn man merkt, ich kann nichts tun. Und das hat dieses Baby damals gemerkt. Ich kann nichts tun. Bin ausgeliefert. Ohnmächtig, ohne Macht. Ja, dann war noch während dieser Sitzung, die man ja sehr, sehr bewusst macht, also das ist ja überhaupt kein Vergleich mit anderen Drogen, wie Heroin oder so. Ich habe es nie genommen, um Gottes Willen, ich werde es nie nehmen, aber ich habe mich ja intensiv 20 Jahre befasst mit Drogen, weil es mich immer extrem fasziniert hat. Und Heroin wird so beschrieben oder auch Kostümers, ne, dass man es eben nicht so bewusst mitkriegt, sondern eher vernebelt ist. Es ist nicht bei Psychedelika, MDMA ist kein Psychedelika, sorry. Es wird manchmal dazu gezählt und wird verwendet, um das Herz zu öffnen, um Psychedelika angstfrei einzulassen, also Magic Mushrooms oder andere Pilze oder LSD oder DMT. Ja, und in dieser Bewusstheit dachte ich Therapeutin Eva, dachte, hey komm, jetzt gehst du noch und dann hast du endlich eine Geburtserfahrung, Eva. Und ja, da war es dann aber vorbei. Also es war genug an diesem Tag. Und ich bin dann wieder langsam zurück ins Hier und Jetzt mit diesen beiden inneren Kindern mehr in meinem Herzen. Die 6 Wochen alte, nicht ganz, glaube ich. Da fehlt noch immer was. Ich schluck gerade wieder. Man merkt es. Wow, der Körper, oder? Der weiß es. Aber die 3-Jährige, oh Mann, die habe ich echt voll integriert. Und seitdem ist mein Leben auf einmal viel mehr selbstbestimmt. Meine Mutter ist kein Thema mehr. Es ist egal, ob sie Angst hat, ob sie sagt, oh Gott, nach Bali, mein Gott, ist da nicht gerade ein Vulkan in der Nähe ausgebrochen und gerade wieder ein Flugzeug abgestürzt und das Dengue Fieber gibt es noch und oh Gott, ja, Coronavirus war noch nicht, als ich weggeflogen bin. Ja, ich kann ihre Angst sehen und sagen, ja, Mama, ja, aber ist ein Vulkan ausgebrochen, stimmt, ich habe es gerade gegoogelt, danke, dass du mir das sagst, ich wusste es nicht. Und ich mach's, weil sich's richtig anfühlt. Manchmal ist es wichtig, dass man auf Herdplatten greift, um zu wissen, es ist eine Herdplatte. Meistens sind Herdplatten ausgeschaltet und wir haben ohne Grund Angst vor Herdplatten. Viele Menschen greifen nie auf Herdplatten, weil sie denken, sie sind immer heiß. Ist aber nicht so. Sie sind selten heiß. Es ist so schön hier, so gefahrlos, auch wenn der Verkehr unglaublich ist, unglaublich. Ich habe keine einzige Situation, die gefährlich war. Die Atemsessions waren schön und der Heiler, die Massage, das Yoga, die Meditationen. Mein Herz ist offen und ich kann einen Schmerz spüren, der noch befreit werden möchte. Ich kann spüren mittlerweile, dank dieser Erfahrung vor 3,5 Jahren, wenn mein Herz wieder zugeht. Das tut es leider immer wieder. Ich schluck gerade wieder. Spannend. Ich merke, wenn ich schluck. Ich merke, wenn ich Gefühle wegdrücke. Ich merke, wenn mein Herz wieder zugeht. Wenn ich nicht offen bleiben kann für Menschen, weil sie mich nerven, weil sie mich mit negativen Zeug volllabern. Und weil ich einfach merke, manche Menschen sind so weit weg von sich. Und ich muss mich vor allem zuerst
retten und dann erst die anderen. Und deshalb freue ich mich so, dass ich immer weiter in diese Herzöffnung gehen kann, weil mein Ziel ist definitiv, dass mein Herz ganz offen ist und auch ganz offen bleiben kann, egal was irgendjemand sagt, tut oder nicht tut. Das ist mein Ziel in diesem Leben. Das will ich erreichen. Und ich möchte mich meinen Ängsten stellen, Ängsten vom Sterben, Ängsten vor Verletzung, körperliche Verletzung, die man ja gut verstehen kann, wenn man mich mit meiner Babygeschichte hört oder auch Gewalterlebnisse hört, die ich erlebt habe, körperliche Gewalt. Und das in meinem Herzen teilweise noch drin ist. Und mein Herz zumacht, damit dieser Schmerz mich nicht übermannt, damit dieser Schmerz mich nicht in die Dissoziation schießt oder damit dieser Schmerz mich nicht unfähig macht, lähmt, sondern mich eben funktionieren lässt seit so vielen Jahren in der Arbeitswelt, funktionieren lässt. Und immer besser auch im Privatleben. Ja, ihr Lieben, ich möchte mich mit diesen Bildern von Palmen und Reisfeldern hinter mir, dem blauen Himmel, für heute verabschieden und euch Lust drauf machen, euer Herz zu öffnen. Trauer rauszulassen, die Angst zu fühlen, den Schmerz zu fühlen und dem Schmerz Raum zu geben. Und die Vorbereitung für alle Rituale, die es auf dieser Welt gibt, schamanische Rituale, die immer belebter werden, Ayahuasca zum Beispiel, bereit zu werden für diese Rituale, indem ihr Work macht und lernt, euch vom Ego zu distanzieren. Und zu erkennen, was ist jetzt Ego und was bin ich. Zu lernen, dank der Reise 1, 2, 3, Frage 3, zu lernen, das Herz zu öffnen für euren Schmerz. Und auch wieder rauszukommen, Frage 4. Umkehrung, euren Anteil zu finden, dass ihr nicht in der Opferrolle stecken bleibt. Auch das passiert vielen, die Psychedelika nehmen. Viele trauen sich nicht ihren, oder können es nicht, sagen wir mal so, trauen sich auch nicht, aber können es nicht, ihre Gefühle einfach auszuhalten und werden psychotisch. Deswegen ist es auch zu Recht verboten. Es ist gefährlich, unter Anführungszeichen, bei Menschen, die es, LSD zum Beispiel, in nicht guten Settings nehmen und die Dosis nicht einschätzen können, weil sie das Zeug irgendwo kaufen, nicht wissen, wie viel drin ist und auch nicht wissen, wie viel man nehmen soll für so eine Erfahrung. Oder die MDMA sich einfach mit Ecstasy-Tabletten reinschmeißen, ja, die dann psychotisch werden, weil sie plötzlich an ihren Schmerz kommen und gar nicht wissen, dass es ihr Schmerz ist. Und an ihre Ängste kommen und nicht wissen, was sie mit diesen Ängsten tun sollen. Und an ihre Gefühle kommen und nicht wissen, was sie mit ihren Gefühlen tun sollen. Deshalb ich bin so dankbar, dass ich The Work habe, die ich auch so lang mein Ich irgendwie da ist in diesen Erfahrungen anwenden kann, um durchzugehen durch den Prozess und nicht hängen zu bleiben. Und mit Atemtechnik, legal, was mir sehr wichtig ist, deshalb bin ich seither an den Atemtechniken dran, ja, die richtige Atemtechnik für mich zu finden, um mein Herz auf legale Art und Weise noch mehr öffnen zu können und diese Seminare auf legale Art und Weise zu buchen können, nicht Angst haben zu müssen, wenn was schief geht, müssen wir es verheimlichen, was, und dadurch passieren auch noch ganz viele Probleme, ja, wenn man es verheimlichen muss und dem Arzt dann nichts sagen darf. Hey, ich habe gerade LSD genommen, oh Gott, deshalb bin ich so, und hilf mir durch den Prozess und spritz mich ja nicht runter, sondern hilf mir durch den Prozess, ja, schnall mich nicht fest am Bett, dann retraumatisierst du mich, begleite mich durch den Prozess, ja, dem Klienten in letzter Zeit hatte ich wirklich 3 Stück zu
zufällige Synchronizität, die retraumatisiert wurden, weil sie niemand erzählen durften, dass sie LSD genommen haben, illegal. Und in ihren Ängsten noch immer drin hängen und mir davon erzählt haben, weil sie wissen, dass ich sie nicht melde oder nicht sage, oh Gott, was hast du getan? Und auch nicht kein Verständnis habe dafür, sondern es wohl verstehe. Und einfach sage, mein Gott, bin ich froh, dass ich 50 war, so lange gewartet habe und wirklich gewartet habe, bis ich jemand gefunden habe, der das seit 20 Jahren macht. Ja. Und mich da kompetent durchbegleitet, egal was passiert. Ja, also ich bin froh, dass mein Kontrolletti, Eva, ich, immer gesagt hat, nee, das mache ich nicht einfach so. Nicht einfach irgendein Zeug reinhauen, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Nee, Leute. Never ever. Nein. Bis zu meinem 50. habe ich, glaube ich, zweimal oder allerhöchstens dreimal an einem Joint gezogen. Ja? Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich glaube, es funktioniert nicht, wenn das Herz nicht offen ist. Ja? Mir ist nur übel geworden und ich habe gedacht, was ist das für Müll? Ja? Also es war nichts für mich. Auch der Tabak nicht. Ja? Ach Gott, jetzt habe ich nichts gemacht bis zu meinem 50. Gott sei Dank, ich war noch nicht so weit. Und jetzt darf ich langsam so weit sein, vielleicht mal in Peru Ayahuasca zu nehmen oder vielleicht mal in einem Land, wo es legal ist, wieder an einem Setting teilzunehmen. Mit Lehrern wie LSD oder Gurus wie DMT. Traue ich mich noch nicht und das ist gut so. Weil ich glaube, es ist noch viel Schmerz in meinem Herzen. Viel Schmerz von mir, meiner Jugend, Kindheit und auch Erwachsenenzeit. Viel Schmerz von meiner Mutter. Viel Schmerz von meinem Vater. Viel Traumata. Kriegstraumata von meinem Vater und von meinen anderen Ahnen, Oma, Opa, die so viel Scheiße erlebt haben in dieser Welt, so viel Gewalt, so viel Leid. Und als ältestes Kind kriegt man die volle Dröhnung ab. Und mein Herz war zu. Und durfte sich erst mit Work langsam öffnen. Und diese Öffnung vor 3,5 Jahren, diese vollständige Öffnung hat mir einen Vorgeschmack gegeben auf das, wie ich mich fühlen kann, wenn mein Herz wirklich ganz offen ist. Ich habe mich gefühlt wie die Katie. Ich war Katie. Alles war gut. Jeder im Raum hätte alles zu mir sagen können, was es nur an Worten gibt. Und nichts davon hätte mich auch nur ansatzweise verletzt. Ich habe jemanden, der meine Umarmung nicht wollte, gesagt, du kannst meine Liebe nicht nehmen. Es tut mir leid für dich. Und es war meine volle Wahrheit. Weder gespielt noch spirituell nachgeplappert oder so, sondern es kam aus dem tiefsten Herzen. Ich halte so viel Liebe in mir. Ich habe so viel Liebe in mir. Und in dem Moment konnte ich sie geben. Jeder. Wahnsinn. Ich bin so dankbar. So dankbar. Und ansatzweise durfte ich es in beiden Atemsitzungen hier auf Bali erleben. Und seit der letzten Atemsitzung ist es offen, mein Herz. Und ich teile der Welt meine Wahrheit mit und die richtigen werden es hören. Und ich trage die Konsequenzen, wenn es welche gibt. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Denn ich weiß, dass wenn ich mich authentisch zeige mit allem, was ich bin, dass ich der Welt damit diene,
Und wenn in gewissen Bereichen Menschen noch nicht so weit sind, und das ist leider definitiv der Fall, dann ist es so. Danke, ihr Lieben, für euer Sein. Danke, dass du bis jetzt dabei warst. Dieses Video oder diesen Podcast mit Menschen teilst, die bereit sind, das zu hören. Dass du sorgsam damit umgehst. Verantwortungsbewusst.